252. Kaurawaische Konservatorenregiment macht es ein Recht auf die Herrschaft sehr deutlich klar. General Van Stubbs' Fähigkeit, diese lange vernachlässigte Armee zu organisieren und zu reformieren, blieb bei den Hochrangigen im Segmentum nicht unbeachtet. Seine Karriere konnte nur steil aufwärts gehen, sogar über die Rolle des Generalgouverneurs eines kleinen Sternensystems hinaus. Für den Augenblick beschäftigte Stubbs sich jedoch mit seinem stolzen Regiment und dem Wiederaufbau. Der Warpsturm war glücklicherweise von alleine verschwunden. Kaurava 4 war geeignet zur Neubesiedlung. Nur Kaurava 3 fügte sich nicht ins Muster des Bergbaus, Städtebaus und Terraformings ein. Dieser Planet wurde völlig kahl gelassen. Wer konnte schon sagen, was sonst noch unter dem Sand dort schlief? Das System wurde zu einem stolzen imperialen Knotenpunkt. Berühmte Militärschulen bildeten Superinfanterie aus, die nur von Khazr selbst übertroffen wurde. Kaurava wurde die Heimat von großen menschlichen Bevölkerungen, kriegerisch und dem Imperator ergeben. In diesen Zeiten war es schwierig, sich vorzustellen, dass dort ein blutiger Krieg ausgefochten worden war und dass es dort jemals Ketzerei und Chaos gegeben hatte. Abspann und mächtige. Ist das nicht vom ersten Teil das Intro? Ich glaube, das ist vom ersten Teil das Intro. Also, was heißt vom ersten Teil? Vom Urspiel, sag ich mal. Yang, yang, yang. Episch. Epischer Scheiß. Gibt es jetzt nur diesen einen Trailer oder? Oder was heißt Trailer Intro? Sieht so aus. Ja. Ansonsten würde ich mich jetzt an diesen Outro, an diesen Credits selbst auch verabschieden. Ich lasse sie jetzt noch durchlaufen und beende das Video dann danach. Wie gesagt, ich hatte es ja vorher schon gesagt, auf jeden Fall vielen Dank für alle, die mir zusehen, die auch mir zugesehen haben. Ich hoffe, durch zukünftige Max Plays oder auch andere Formate, die wahrscheinlich, wenn dieses Video hier rauskommt, schon veröffentlicht werden, wurden sein, wie auch immer, Vergangenheitsform halt. Genau, das scheint auch das Ende zu sein. Wie gesagt, vielen Dank für alle. Und bis zu einem neuen Max Play vielleicht. Ich würde mich freuen.